Hallöchen, Leute, willkommen. Ich bin der Bruger. Ihr seht hier kurze Horrorspiele. Wie viel sage ich heute mal nicht? Und jetzt lese ich euch die Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Baxking 1990, Binchen Maya, Bluefire 486, Cindy H., Code Chief Resident, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Jan Lehnhardt, Jason Kugel, Jewel Buck, Kaiser Lati, Cassie Feenstaub, Legi, Leon der Meddler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Hupo Fischpup, Raik Boretzki, Rufus Platus, Shane TSGTV, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Steffi und Ani, Tami, Van Tan und Wölfchen0909. Hallo Leute, willkommen in Mamis Zelt. Ich bin der Bruger und das sind kurze Horrorspiele. Ich glaube, in Zukunft werde ich nicht mehr sagen, wie viele es sind. Weil das wäre so ein bisschen Spoiler. Lasst euch mal überraschen. Und ich wurde schon wieder angesprochen, weil ich die Links nicht reinpacke von den Spielen. Erstmal kann sich das ständig ändern, wo die Spiele herkommen. Aber meistens habe ich sie von itch.io und man kann auch googeln. Nur so viel dazu. Und ja, außerdem geht es ja darum, dass ihr die bei mir sehen sollt und dann vielleicht selber spielt und nicht vorher schon, sondern euch hier nur die Infos holt. Naja, deswegen mache ich das nicht. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt aber viel Spaß. Kontext, deine Mutter musste das Haus verlassen, um einige Probleme zu lösen. Ja, du musst dich um ihr Zelt kümmern, bis sie wiederkommt. Was? so. Was? Um dich das Einkommen zu verlieren am Ende des Tages. Es ist 20.45 Uhr. Hä? Ich muss mich um mein Zelt kümmern, bis sie wiederkommt, um nicht das Einkommen zu verlieren. Ich hab Fragen, aber ich frag nicht. Ich frag einfach nicht jetzt. Nee, mach ich nicht. Ach, das Zelt vielleicht. Ich soll Obst verkaufen hier. Oder Gemüse. Obst und Gemüse. Ja, aber... Es wird nur die... Was? Sieht aus, als hätte Mama ihr Zimmer abgeschlossen. Ist ja jetzt nicht so, als würden nachts Kunden kommen, oder? Ich muss nicht ins Badezimmer. Oder doch. Da kommt schon jemand. Verdammt. Es scheint, als wäre ein Kunde angekommen. Hi, das sieht überhaupt nicht gruselig aus. Wie Mel Gibson. Hallo, können Sie mir eine Packung Spinat geben? Natürlich, ich habe keinen Spinat, aber ist egal. Wie mache ich das denn? Bitte, schmeiß ich dir jetzt ins Gesicht. Ja. Kaching, sieht eher aus wie Bohnen. Aber ist auch egal. So, was haben wir noch? Dann haben wir Aprikosen oder Kartoffeln. Tomaten und das sind Kartoffeln. Sehr gut. Ja, jetzt verstehe ich das auch, aber wenn man einfach sagt, ihr Zelt bewachen, was soll das denn? Oh Quatsch. Oh Quatsch. Oh, ich gehe mal Lichter fangen auf der Straße. Es ist Horrorspiele, ne? Es sind so doof manchmal. Was ist manchmal? Zu 90% sind solche Spiele total doof, weil wer geht schon nachts irgendwo Gemüse einkaufen? Scheint, als wäre ein Kunde angekommen. Hallo, junge Frau. Wo ist denn die Eigentümerin? Ich brauche 4 Kartoffeln. Die ist nicht hier. Ich kann Ihnen aber auch helfen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt hau ab. Allein, dass sie ein kleines Kind dahinstellt. Also wir sind offensichtlich noch jung, weil wir so klein sind. Also ich weiß ja nicht. Und was für Probleme muss man nachts lösen? Die Mafia bezahlen? Den Unterhalt für den Stand? Ich weiß ja nicht. Kann man auch tagsüber machen. Ich kann wieder einer an Hub so komisch. So, Bep. Ich werde es einfach mal hier anhalten und nicht mitten auf der Straße. So, hier, guck mal, wir haben so einen schönen, nenn's mal Vorgarten. Ich habe auch so einen Leichenentsorgungsservice und verbuddeln die hinten im Feld oder so. Das finde ich jetzt wieder einen interessanten Twist. Auf sowas hoffe ich ja immer. Nerv mich nicht. Alter, die Uhr. Ich muss die...
Eiswagen. Eiswagen mit einer tränendurchsogenen Matratze im hinteren Teil. Ja, das ist fies. Soll ich so ein bisschen Advertising machen, so an der Straße rumschreien? Und wenn dann die Polizei kommt, drehe ich ihnen einfach Gemüse an. Das wär's doch. Ja. Dadurch geht's ja auch nicht weiter. Oh. Habt ihr gesehen? Es ist sehr dunkel, aber ich mach's heller. Ich sehe ihn ganz, ganz schwach. Da ein Typ steht. Ey, du Arsch! Was ist mit Tomaten nach dir, du Schwein? Alter, was für ein Creep! Polizei. Natürlich kann ich die Polizei nicht rufen. Oh, dieses ekelhafte... ekelhafte Hupen immer. Na? Was auch immer der Grund hier ist, dass du alleine bist. Ich gebe mir 3 Tomaten. Meine Mutter kommt bald schon zurück, also ersetze ich sie kurz. Hallo? Tomaten sind aus, alles nur Textur. Steht halt immer noch da der Creep, ey. Da weg. Ey, weißt du, wie kann man sein Kind auch einfach dazu abstellen, dass es sich hier an die Straße stellt und was verkauft um die Uhrzeit alleine? Also tut mir leid, das ist Mutter des Jahres. Unmutter des Jahres besser. Dafür ist weg, der Creep. Oh nein. Mit die Schrotflinte unter dem Tisch vorziehen. Bam, 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 bam. Oh, du Ekelhafter. Piss dich. Ist kein Customer. Hallo, kleines Mädchen. Könnte ich dein Badezimmer benutzen? Der nächste Halt ist sehr weit weg von hier. Nein. Nein. Ganz bestimmt darfst du das nicht. Ja, lauf doch. Kannst du auch die Büsche pinkeln oder kacken, ist mir egal. Ekelhafter. Hab dich die ganze Zeit gesehen, dass du mich beobachtet hast. Oh! Was, Ende 2? Was, der Mann, der in Ordnung schien, kam zurück wegen der Rache. Ende 2. Okay, ich habe wieder hier hingespielt, wenn man es so nennen kann. Und da ist der Creep wieder. Ja, du darfst die Toilette benutzen. Schwein. Er hat auch Handschuhe an. Etwas später. Wow, er braucht ganz schön lange. Ich gehe mal lieber nachsehen. Ruft sie denn an? Oh, du bemerkst, dass was falsch war. Du rufst die Polizei und alles ist gut gelaufen. Ah, da kommt er wieder. Das letzte Ende machen wir jetzt auch noch. Ah, du widerlicher. Ja, ja, ja. Hast du mal. Olla künde du. Ja, ich kann mir schon denken, was passiert. Ah!
Der Mann der Gutschieden attackierte wieder. Und nächstes Spiel. The Riddle of Delilah's Homecoming. Da geht es wahrscheinlich wohl wieder um eine junge Frau, die nach Hause geht und es passiert wieder was. Solche Spiele mag ich gar nicht, weil das passiert leider in Wirklichkeit viel zu oft. Okay, Taxifahrer. Ist viel los in letzter Zeit? Nun, Sie sind die einzige junge Person, die ich irgendwo heute hinbringe. Abgesehen vom Festival. Also, abgesehen zum Festival. Wirklich? Warum? Ja, alle jungen Leute gehen nach Coney Island zum Weihnachtsfest. Ich denke mal, das ist nicht so ihr Ding, oder? Ich musste spät arbeiten heute. Mein Boss ist... Ja, macht ziemlich viele Probleme. Wenn ich meinen Job verliere, ist das sehr schlecht für mich. Auf der anderen Seite... habe ich eine exzellente Krankenversicherung. Und bekomme sogar noch Essensvergütungen. Bestanden. Wenn die Dinge nicht gut für dich laufen, dann kannst du immer noch da arbeiten, wo ich arbeite. Wir haben Thunfisch-Sandwiches, der Kaffeemaschine, anstelle von, von Gesundheitsvorsorge. Weißt du, es ist ein ziemlich anderer Deal, aber hey, immerhin. Ich habe nicht mal einen Führerschein, aber danke für den Tipp. Da sind wir. Haus Nummer 19 rechts, richtig? Ja, das stimmt. Danke Ihnen. Hier ist das Geld. Haben Sie eine gute Nacht. Du auch, Mädchen. Pass auf dich auf. Tja, und dann ist wohl was passiert. Oh, verdammt. Was? Ich habe total vergessen, dass ich heute Nacht nichts zu essen habe. Ich sollte... Oh nein. Ich hätte das Taxi zu Donnys Markt nehmen sollen. Jetzt muss ich dahin laufen. Donnys Markt ist einfach nur die Straße runter. Ching, 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 ching. Oh nein, das sieht schon ganz schlimm aus hier. Apartment for rent. Soll ich eine Pizza kaufen? Oder... Weiß nicht, Käse und Gurken... Und Hackfleisch-Sandwich machen. Das ist ein Weihnachtsklassiker. Nun, für mich zumindest. Der Markt. Oh, ich finde das ja ganz schwierig. So ein Thema. Das ist Orange Cake. Ach, das ist eine Katze. Die heißt Orange Cake. He likes to bite a lot. Nee, to tight. Bite a lot. Escaped out of an open wrestling ring. Quatsch. Orange Cake. Wie geil ist das denn? Katze Orangenkuchen. Da ist Donnys Markt. Doch, alles ist still hier, ne? Furchtbar. Es ist ja, je belebter und je mehr los ist, desto besser eigentlich in so einer Situation. Aber wenn du ganz alleine bist... Ich sag mal so, es ist ja auch egal, wen du triffst. Du musst einfach nur die eine falsche Person treffen. Okay, not yet replaced shelf. Not yet replaced shelf. Alter, das ist doch derselbe Typ, wie aus dem Spiel eben mit dem... Was war das? Oh nein, Alter. Sag mal, hat das derselbe Typ gemacht, dieses Spiel? Product Box. Das ist nicht auf der Liste. Kostet ja alles haben Ground Beef. Okay. Alter, du scheiß Creep, ey. Warum ist es genau dasselbe Spiel? Irgendwie nur anders. Hallo, kann ich das bitte irgendwie aufheben? Ich habe meine Lebensmittel noch nicht eingesammelt. Käse.
Hallo? Ohne Scheiß, wie kann ich den jetzt aufheben, bitte? Drück mal alles so, aber passiert irgendwie nichts. Oh. Hab ich rausgetappt. Kannst du mal weiterfahren? Achso, ich sollte mir vielleicht mal so ein Shopping-Basket nehmen. Wäre eine Idee, dann klappt das vielleicht auch mit dem Einkaufen. Ey, du scheiß Creep! Zieh dich jetzt! Vor allem den Motor die ganze Zeit laufen lassen, solche Leute liebe ich ja, ne? Ist hier Brot? Wheat Bread, Corn Bread, All Grain Bread. Hab ich süßes Brot. Oh, hast du diesen Van gesehen? Der Typ schon wieder. Warte mal. Zeig's eben. Wie riesig ist der Typ bitte? Hey, du komischer Typ, was machst du hier schon wieder? Boah, der ist gruselig. Hör mal, ich denke, du gehst jetzt lieber nach Hause. Nimm deine Lebensmittel und zahl morgen nach dem Festival, ja? Die Straßen sind heute Nacht sehr leer und es ist nicht sicher. Ich werde den Laden bald schließen. Lass mich nur deine Sachen einpacken. Okay, danke. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Ring and Jingle Bell Swing. Er ist aber da lang gefahren, immerhin. Und nicht hier lang. Boah, ich wette, sie geht drauf, ne? Da wird irgendwas passieren. Orange Cake! Ah! Aber Katze ist aus dem Wrestling-Ring abgehauen. Wie doof eigentlich. Ah, das war eine Alarmanlage. Nicht heute. Nicht mich. Sieht aus mit Licht an. Oh nein. Wo wohne ich denn nochmal? Oh, du scheiß Creep, ey. Wo sind die Schlüssel? Wo sind meine Schlüssel? Oh nein! Er hat gerade die Tür aufgemacht, ne? Scheiße, komm. Warum hat man eben die FPS gesehen? Alter! The Riddle of Delilah's Homecoming. Aber was sind das für Spiele bitte? Ich finde die nicht gut. Das ist scheiße. So, das nächste, vielleicht auch das letzte Spiel ist Lucy. Also die anderen beiden, die fand ich jetzt echt, also die waren halt echt nur, ne? Wahrscheinlich geht's ja auch wieder darum, dass man Frauen misshandelt und tötet. Ist jetzt gerade irgendwie so das Ding auf den letzten Horrorspielen gewesen, die ich von Itch.io geladen habe. Okay, es ist echt dunkel hier, was? Late again. Aha, aha. Okay, ich habe wohl keine Taschenlampe. Und da liegt eine Taschenlampe. Perfekt. Scheiße. Oh, das Licht. Sehr gut. Oh, was für eine Drecksbude ist das denn hier?
geil. Lucy. Ich kann auch ranzoomen. Guck mal. Ist die nicht hübsch? Warum atmet er die ganze Zeit so ekelhaft? Ist das so sein Turn-On hier oder was? Boah, es. Aha. Nur Erinnerungen. Ich muss erst aufnehmen. Incoming Message von Lucy Fan. Ich brauche starken Content. Ah. Ist die Puppe jetzt bei irgendwas filmen? Oh mein Gott. Was? Videos für User machen. Die Kamera anmachen, Fernsehen anmachen. OS einlegen in den Player und Play Sounds on Mixer. Warte 2 Minuten und dann nimm das Tape raus. Ich verstehe ja so einige Fetische. Aber was ist das denn bitte? Interessiert mich nicht. Ja, stimmt das jetzt so? Okay, egal wo ich drücke, er macht immer nur an und aus. Ah, mit dem rechten Mausbutton. Auch Musik. Hier. Ist halt echt sick. Das ist Kunst. Also Kartons. Okay, ich verstehe leider. Was heißt leider? Ich verstehe es zum Glück nicht so ganz. Was brauche ich jetzt hier im Code? Bring. Alter, das sind aber ganz schön fette Boxen hier. Ich verstehe nicht so ganz den Sinn. Was macht die Personen mit so einer Aufnahme hier? Ja komm, genug mit dem Gedudels da. Rollspulen machen wir nicht. Kann ich es jetzt einpacken? Alter. Was zum Fuck? Welche Lampe explodiert denn so, bitte? Was? Time to eject VHS und Pack. Hab ich doch gemacht. Oh. Cameroid. Mache 5 Bilder von Lucy. Denn ernst, wie geht das jetzt? Oh, mit F? Nee, vielleicht nicht. Hä? C! Ja, für Kamera ist vielleicht ganz logisch, ne? Schüttel, schüttel, was Tipp? Shake, Baby, Shake. Oh, komm, Baby, spiel mit der Kamera. Oh, gib's mir, du bist so sexy. Ja! Mach mir die Tiger, mach mir die Katze. Zeig mir die Krallen. Das ist scheiße, ey. Ah, so da ekelhaften Puppe Fotos machen. Not my kink. Schüttel, schüttel. Ja. Bis das fertig ist. Das bringt übrigens überhaupt nichts, ne? Alter!
Lucy! Nimm das scheiß Foto jetzt runter. Need to pack photos. Liegt da was neben mir auf der Couch? Ah! Ding? Ahaha. Done for today. Oh! Birne, ey. Hey Lucy, 19. Goodbye. Noch ein Hinweis vielleicht. Richtig. Mensch, Lucy! Welche mit dem? Nein. Und jetzt? Cool. Time to get out. Ja. War nichts drin, ha? Huh? Da liegt der Schlüssel. Lucy! Böses Mädchen. Alter. Fies. Na, eins mache ich noch, komm. Machen wir noch ein ganz kurzes Spiel zum Abschluss. Das geht wirklich jetzt nicht mehr so lange. Tunnel heißt es. Oder Tunnel. So, starten wir mal rein. Kann schon mal rennen, das ist gut. Ich habe eben noch eins versucht aufzunehmen. Das war einfach nur Grütze. Das war richtig Grütze. Man hatte einfach nur so einen Loop, wo man morgens auf... Also, wo man so einen Wecker stellte. Dann musste man eine Pflanze düngen. Dann wieder zurücklaufen. Programmieren am Rechner. Bis ein Bluescreen kam, da war der Alarm und da musste wieder die Pflanze gedüngt werden. Und ab und zu ist mal so eine Schattenfigur aufgeploppt, also richtig scheiße. Das war, oh, das wollte ich euch nicht antun. Alles klar, da liegen schon mal zwei formschöne Leichen. Die hängen, besser gesagt. Laufen, laufen. Da, 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 da. Was? Jetzt aber schnell. Davon ist Ende, glaube ich. Ja. Alter, was? Was? Die ganzen Körper ohne Köpfe. Was ist hier los?
to the table and become my queen. Also ich soll deine Königin werden. Ah, das. Press E to become like they. Das heißt them. Das ist alles? Dieser Film ist scheiße. So eine Art Horrorfilm, aber der ist nicht gruselig und es gibt keinen richtigen Plot. Der Hauptcharakter ist immer still und reagiert auf gar nichts. Wer dachte, dass rot angemalte Mannequins Menschen erschrecken? Es wäre einfacher, einen Schauspieler zu finden und die ganze Story nochmal neu zu schreiben, anstatt diese ganzen Dummies zu kaufen. Ich bin nicht überrascht, dass dieser Film für einen kleinen Preis oder für einen Dollar verkauft wurde. Hallo. Ja, tschüss. Daumen hoch. Wenn euch was gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und schönes Wochenende. Tschüss.